In reichlich 2 Wochen endet die Bewerbungsfrist um das Ehrenamt des Jugendschöffen. Wie jeder andere Schöffe auch, steht ein Jugendschöffe in einer Gerichtsverhandlung dem Berufsrichter gleichberechtigt zur Seite. Was die Besonderheit bei Jugendschöffen ist, erklärte die Landkreissprecherin Ilona Schilk. Ein Jugendschöffe richtet im Prinzip oder ist zuständig für das Jugendgericht. Es wird hier über Jugendliche im Alter von 14 bis 20 Jahren geurteilt. Und was sollte ein Bewerber mitbringen? Welche Eigenschaften sollte er haben? Was sind die äußeren Umstände? Der Bewerber für das Ehrenamt Jugendschöffe sollte älter als 25 sein, aber nicht älter als 69. Er sollte Deutscher nach dem Grundgesetz sein und Einwohner des Landkreises Zwickau.